Aufwachen, Hoheit. Wir sind da. Im Kraftwerk scheint irgendwas los zu sein. Aber ich werde für die Arbeit da nicht bezahlt. Darum werden die Leute hier wohl auf euch bauen müssen. Ja. Geht klar. Passt gut auf euch auf. Mensch, Noct, das sieht echt toll aus. Willst du tauschen? Wir haben leider nur einen Anzug. Und von uns dreien bist du der stärkste Einzelkämpfer. Also stell dich gefälligst nicht so an. Das Mithril ist in der Zwischenzeit bei mir in den besten Händen. Es ist übrigens schon ein Jäger im Kraftwerk. Aber für einen allein sind das einfach zu viele. Also hilf ihm bitte, okay? Und leider noch eine schlechte Nachricht für dich. Die Siecher machen sich am Generator zu schaffen. Da drin könnte alles in die Luft fliegen. Also beeil dich. Okay, geht klar. Oh, Verstärkung? Hä? Ja. Die Viecher hier haben es ganz schön in sich. Gibt's ja gar nicht. Als Jäger brauche ich dir das wohl nicht zu sagen. Aber sieh dich vor. Bleib dicht hinter mir. Komm. Da sind welche. Lass keine entkommen. Okay. Hey, interessante Art zu kämpfen, Kollege. Beinahe. Nicht wahr? Nimmst du auch ganz Versabe? Hast du etwa einen Händler? So, ja. Sorge. Ich regel das schon. Und was ist mit dir? Ich komm mit. Wird ein Kinderspiel. Wer von uns mehr erwischt, wird. Ja. Los geht's! Yeah.
bist ja doch ganz nützlich. War ich schon immer. Wirst wieder gebucht. Mit Vergnügen. Und jetzt ab dafür. Gute Arbeit, Junge. Du hast dir das Mithril verdient. Warst genauso eine große Hilfe wie der Profijäger hier. Jo. Gladio. Also warst du der andere Jäger, Gladio. Perfekt kombiniert, Kommissar. Habt ihr mich vermisst? Warte mal. Ist das neue Narbe? Macht was her, oder? Hebt mit Sicherheit unser Image. Nacht, Gladi. Was für ein Zufall. Iris, danke fürs Bringen, Dustin. Das wurde aber auch Zeit, dass du zurückkommst. Hast ja wirklich allerhand gut zu machen. Das hat er gerade schon getan. Hat er das? Dann habt ihr also das Mithril? Sid hat schon rumgemosert. Ich bring's ihm am besten gleich. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Der freundliche Jäger. Meinst du mich? Ganz genau. Oh, habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Holly. Danke für die Hilfe neulich mit den Sichern. Dass sie jetzt auch schon das Kraftwerk unsicher machen müssen. Ich war so aufgeregt, dass ich mir glatt den Rücken verknackst habe. Wie bitte? Ja, tut höllisch weh. Kann immer noch nicht richtig laufen. Und ausgerechnet heute feiert die Ventilprüferin krank. Jetzt darf ich durch die halbe Stadt humpeln und nachsehen. Soll ich das übernehmen? Wie? Du? Okay, also gut. Tut mir leid, sind ziemlich viele. Die Mädels. Wir müssen echt ranklotzen. Möchte ich nicht mittauschen. Als hätten sie nicht schon genug zu tun. Ja, sie kümmern sich um alles. Von Minenarbeiten bis zu den Wartungen. Das hier sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ja, dürfte eigentlich nichts schief gehen. Schnell, wir müssen was unternehmen. Na Jungs, wie war's ohne mich? Schön bequem im Auto. Hey, pass auf, was du sagst.
Nockt, sieh mal. Was denn? Das sieht nicht gut aus. Schnell, wir müssen was unternehmen. Diese Aranea ist echt eine Nummer für sich. Ja, sie fällt ziemlich aus dem imperialen Rahmen. Das haben wir schon überprüft. Aranea will mir irgendwie nicht aus dem Kopf gehen. Verliebt? Ja, sie ist schon hübsch. Aber ich dachte, alle Niflheimer wären herzlos. Aranea ist ganz anders. Ja, sie ist etwas Besonderes. Was meint ihr, ob sie den Angriff auf ihn... Sieht gut aus. Nur noch ein paar übrig. So, alles in Ordnung. Nur noch eins übrig. Ich wünschte, sie würde Niflheim den Rücken kehren. Die Frau lässt dir wohl echt keine Ruhe, was? Und Sydney? Was meinst du? Schnee von gestern? Was? Nein! Ich interessiere mich doch nur für Aranea, weil ich... Also... Keine Sorge, wir kennen dich ja. Diese fliegenden Vasen sind mir echt nicht geheuer. Krieg haben sie gewonnen. Wozu also noch mehr MI? Jetzt, wo du es sagst, irgendwie unsinnig. Eine Stadt mit Feuer im Blut? Heiß ist es zweifellos. Das sieht nicht gut aus. Einwandfrei. Wir sind fertig. Mit einem kaputten Rücken wäre das echt eine Tortur. Gut, dass wir unsere Hilfe angeboten haben. Sicher ist sie jetzt beruhigt. Bestimmt. Lasst uns die frohe Botschaft übermitteln. Was? Ihr habt alle überprüft? Ja.
Alles in Butter. So ein Glück. Dank euch konnte ich sogar zum Arzt gehen. Der meinte, ich müsse einfach nur meine Schreckhaftigkeit ablegen. Bitte was? Ich flippe schon aus, wenn ich das Wort sicher nur höre. Hier ist euer Lohn. Ich hoffe, das reicht für eine Mahlzeit. Kein Wunder. Wer hat denn keine Angst vor Sichern? Vermutlich die wenigsten. Nach außen gibt sie sich locker. Aber es muss ihr ganz schön zusetzen. Ja. Für jeden normalen Bürger sind Sicher lebensgefährlich. Diese fliegenden Basen sind mir echt nicht geheuer. Hey, können wir vielleicht mal bei einem Nudelladen vorbeischauen? Ich mag Fertignudeln zwar auch, aber von dir hätte ich das nicht erwartet, Gladio. Leicht zu kochen. Appetit auf eine Nudelsuppe. Bis demnächst. Hab viel nachgedacht während meines Trainings. Gute Zutaten können selbst das beste Gericht noch verfeinern, oder? Was wäre also, wenn man die ultimative, nie dagewesene Einlage unter Fertignudeln mischen würde? Ein Fest für die Götter. Und jetzt bist du gefragt, Nord. Welche Einlage magst du am liebsten? Ja, verstehe ich gut. Fleischklöpse sind schließlich die Könige der Hausmannskost. Und wir werden das Fleisch für eine Suppe finden, die die Welt noch nicht gesehen hat. Da bin ich natürlich dabei. Die Richtung steht also. Jetzt geht's ans Eingemachte. Lass uns Informationen einholen. Ja, ja. Was immer du sagst. Nockt, erinnerst du dich noch, wie ich neulich was kaufen war? Ja, am Markt. Hier, das ist für dich. Oh, was soll das sein? Ein Talisman für die bevorstehenden Kämpfe. Ich will nämlich nicht, dass du stirbst. Das ist ein Mogri, weißt du? Der kann euch allen möglichen Ärger vom Hals halten. Darum setzt ihn ruhig fleißig ein. Ich flick ihn euch auch wieder. Also, ich warte in Keim, okay? Tschüss!
Lasst nichts liegen. Okay. Abmarsch. So, Jungs, Schlafenszeit. Noch eine Nacht unter freiem Himmel. Gewöhn dich besser dran. Hey, Nocht! Über dir! Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Dennoch. Lassen wir die Waffen sprechen. Radio! Timing! Erwischt! Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft.
endlich sind wir da. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also? Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Los geht's. Okay. Lasst nichts liegen. Okay. Los geht's! Wie wär's mit einer Pause? Willkommen! Willkommen zurück! Hungrig vom Jagen? Alle schwere Brocken. Vielen Dank. Gute Wahl. Was interessiert euch? Hier ist die Speisekarte. Einen kleinen Moment bitte. Das sieht schmackhaft aus. Habt vielen Dank. Meinen ersten NI gesehen.
Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme! War nicht alles einfach ohne dich, Gladio. Wir waren ganz schön aufgeschmissen. Ach ja? Wieso? Wir haben ewig gebraucht, um Feuer zu machen. Warum hast du nicht einfach Magie benutzt? Willst wohl, dass ich gleich das Zelt mit abfackel, was? Gut, ich zeig euch, wie man Feuer macht. Ihr müsst schließlich lernen, auch ohne mich auszukommen. In Butter. Denkst du, ja? Ich glaube, ich hab den Dreh jetzt raus. Ja, ich auch. Meinst du das ernst? Ich meine, echt? Meinst du wirklich? Endlich können wir in See stechen. Aufgepasst, Altissia. Wir sind unterwegs. Willkommen! Alles noch dran?
Stets zu Diensten. Willkommen. Ein Snack vielleicht? Ist etwas für euch dabei? Waldmanns Heil. Nichts überstürzen. Heute schlage ich richtig zu. Los, Kleiner. Bis dann! Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Für Mitleid. Aber irgendwie habe ich Schuldgefühle. Die Natur kennt auch kein Erbarmen. Also töten wir. Wenn du so ernst bist, läuft mir kalt den Rücken runter. Lass das, Mann! Die Jagdsaison ist eröffnet! Stört mir ja nicht. Ich steck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf.
Ist es schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Hab voll den Lauf! Richard! Also dann? Mein Magen knurrt. Wann sind wir denn endlich da? Wer will was essen? Danke. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. Willkommen. Willkommen zurück. Hungrig vom Jagen? Heute schlage ich richtig zu. Los, Kleiner. Okay, los geht's. Ignis, los! Einen Moment. Ich bin ziemlich erschöpft. Weichling. Braver Junge. Licht an! Ja.
Nocte, du bist ein richtiger Normalo geworden, was? Wie jetzt? Naja, ich meine, jetzt weißt du, wie es sich so als Bürgerlicher lebt. Ja, weitaus angenehmer als Pritz. Ich bin ziemlich erschöpft. Wir sind ja auch viel gelaufen. Wie wär's mit einer Pause?
vor kurzem meinen ersten MI. Willkommen! Alles noch dran? Stets zu Diensten. Was gibt's? Ab ins Bett. Klingt gut. Mann, die Hälfte deiner Fotos sind Selfies. Bin halt hübsch und steh dazu. Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Leute, ich will ein Foto mit Leuchtturm. Das sieht so schön nach Urlaub aus. Gut, aber ohne Sandalen. Klar, wie der König befiehlt. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme! Bilder mit uns allen drauf finde ich am besten.
Noctis. Der General ist übrigens auch gerade hier. Ich möchte dir noch etwas sagen. Und zwar? Vergib mir, dass ich Regis nicht beschützt habe. Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte bei ihm sein sollen. Nicht mal Kor hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein. Du darfst ihnen nie etwas vormachen, glaub mir. Ich kenn das. Regis wusste genau, warum er dich mit den Dreien losgeschickt hat. Vertraue ihm. Immer. Verlass dich nicht nur auf deine Waffen. Für manche Strategien musst du deine Magie einsetzen. Worauf wartet ihr? An Bord, ihr Landratten! Wartet! Was gibt's? Bitte, komm bald wieder! Du bist doch König! Da! Verlass dich drauf! Thank you.